Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus, ich bin eurer PS Frankenstein und begrüße euch hier auf meinem Kanal. Ja, das letzte Mal waren wir hier unten stehen geblieben im Keller, nachdem wir hier aus dem Wäschelift rausgekommen sind. Und jetzt wollen wir mal weiter schauen, was wir sonst noch hier alles finden. Genau, hier war das letzte Mal schon drin im Aktenraum. Haben wir hier noch irgendwas gesehen? Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Das hat uns Herr Poki letztes Mal schon erklärt. Postkarte haben wir die schon angeschaut. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Formular. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Ach cool, kann man hier... Die ist nicht an mich adressiert. Ja und? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Schade. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Kannst du nicht alle anschauen, Edna? Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Na, ich denke, wenn es die ganze Welt wäre, müssten ein bisschen mehr sein. Ja gut, jetzt haben wir das zumindest auch gelüftet. Palette können wir auch nicht. Jetzt mal wieder hoch. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Ah. Ich bin echt gerade fasziniert, wie viel ich das letzte Mal übersehen habe. Ja gut, so. Dann. Hier oben waren wir schon. Ich glaube, hier war es in die Küche zurück. Genau. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nö, kannst du ruhig mitnehmen. Kann ich die Handtücher mitnehmen? Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Kann ich in dem Fall nicht mitnehmen. Speiseplan. Haben wir uns schon angeschaut. Ketchup-Senf haben wir schon. Oh, ja, einen neuen Gang haben wir letztes Mal auch nicht gesehen. Na gut, Poki, gib du deinen Senf dazu. Ach, Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Ich glaube, einen von denen habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass das ein Kindheitstraum von mir gewesen ist, einmal Sigmund Freud zu sprechen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, nur zwei Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit und wir zusammen oft im Billardsalon waren. Und da ist auch dieser Song entstanden hier. Es war 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt, 1:0 für mich, psychologischer Sieg.
Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Sehr schön, ja. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Danke, Poki. Ja, Sigmund Freud ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Person. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Person. Ich habe damals in der Schule im Psychologieunterricht auch mal einen Vortrag halten müssen über den Sigmund Freud. Und ja, ich muss sagen, es war echt interessant, was der da mit seinem Buch über die Psychoanalyse alles herausgefunden hat, auch wenn ich mich immer noch frage, wie man sich in seine Patientin verlieben kann. Er hat sich ja in seine erste Patientin verliebt. Aber ja, ich glaube, da werden wir nie hinterkommen, was damals war. Aber man muss sagen, er hat wirklich den Meilenstein gelegt für das, was wir heute mit der Psychoanalyse und allgemeinen psychiatrischen Einrichtungen alles haben. Es geht echt größtenteils auf ihn zurück. Auch wenn es mittlerweile viele andere Psychologen gibt, die sagen, die Psychoanalyse ist nicht das Wirkliche, sondern es ist eher der Behaviorismus oder andere Sachen. Aber ich sage immer noch, Psychoanalyse ist das, was am sinnvollsten ist. Dank unserem lieben Herrn Freud. Also vielen Dank, Herr Freud. Jetzt reden wir mal mit dem Bild. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die, sonst gebt ihr Sigi ein paar Watschen hinter die Goschen. Sehr schön. Uhu, ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Sind's euch alles Österreicher? Buh! Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierung. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Ha, okay. Braucht die schon. Sehr schön. Tja, ich versuche es mal selber zu unterschreiben. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Schade. Wartet ganz kurz. So, ich musste ganz kurz husten. So. Jetzt gehen wir mal zurück. Wo komme ich hier noch hin? Gibt es hier noch irgendwo was, wo ich hinlaufen kann? Jetzt sind wir wieder hier. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Sehr schön. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Sehr schön. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ich weiß wo, aber egal. Sehr schön. Wollen wir schon? Ich glaube, da geht's wieder hinter zum anderen. Zum anderen Gang, wenn man hier täuscht, genau.
So. Oh. Unser lieber Ruppi. Jetzt sind wir hier wieder. Das war nicht einfach. Hinter, das muss ich also anschauen. Hier ist verschlossen. Achso, gut. Ja, das Elektro-Ding ins Kirchgedöns drin. Da ist der Wachmann drin. WC. Da war der Aufenthaltsraum, glaube ich, mit der Cafeteria. Bitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Sehr schön. Es gibt wohl mehr Leute, die ihn nicht leiden können. Jetzt sind wir wieder hier. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Sehr schön. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Bestimmt Dr. Marcel. Pokale, Schrank, Schreibtisch. Schublade. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Vielleicht in den Schubladen. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Oh, ja, ich... Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ich wollte ja die Schubladen mehr anschauen. Zu. Das macht mich rasend. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Brauchen wir was dünneres? Schere? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Okay. Messer. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Sehr schön. Alter Schlüssel. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Matthias Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall den Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die in Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, beantwortet wird. Ah, ich vermute, der Sohn ist der... Sohn vom Dr. Marcel. Schauen wir zum Schlüssel. Passt der Schlüssel vielleicht da?
passt hier nicht. Seltsam. Es muss noch eine andere Tür geben, die Dr. Marcel unbedingt geschlossen halten will. Gab's da hinten die noch, ne? Nee, stimmt gar nicht. Hier ist noch ein Stockwerk tiefer, die Tür, wo ich meine. Die in dem Elektroschockraum. Die da. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Sehr schön. Ja, bisschen Psycho, würde ich sagen. Aber naja, gut, Poki gibt dann seinen Fan zu. Ach ja, der Schrein mit Alfreds Devotionalien und seiner Urne. Glaube ich, der erste Raum, wo man Alfred so richtig kennenlernt und wo man ihn so richtig schön zu hassen lernt. Aber auch natürlich eine sehr emotionale Szene, wenn sich Edna zum ersten Mal Alfreds Bild anguckt und halt irgendwie ihre zwiegespaltenen Gefühle zu ihrem alten Spielkameraden deutlich werden. Aber ich mochte das immer, also Mike ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, nicht nur, weil er neben Alfred auch den Droggelbecher spricht, sondern weil er mit seiner quietschigen, nervigen Stimme so unglaublich Gas geben kann. Und wenn er hier irgendwie, guck mal, Edna, ich fahre, da möchte man die am liebsten einen in die Froschfresse hauen. Deswegen gefallen mir auch besonders gut die ganzen Gespräche mit den Fotos, mit Baby Alfred und Alfred beim Ballettunterricht und vor allen Dingen aber auch, wenn man sich mit dem Bild unterhält, wo Alfred seinen Beamten-Schneemann ganz oben links gebaut hat, sogar mit Schlips. Da singt dann Alfred das Lied Let's Build a Snowman und das kommt tatsächlich aus dem Film Cannibal the Musical. Das ist der allererste Film der South Park-Macher, als sie noch zur Filmschule ging. Glaube ich, nicht besonders bekannt, der Film, aber unglaublich sehenswert. Guckt ihn euch an. Guckt euch den Film an. Alfreds Kuscheltier, Putzi, nimmt eigentlich die tragende Idee vom Edna-Nachfolger Harveys neue Augen vorweg. Hier an dieser Stelle hatte ich schon die Idee von dem gruseligen Kuscheltier, das mit seinen rot leuchtenden Augen halt einfach als Gegenpart zu Harvey sehr gruselig ist. Ich habe neulich gerade erst so mein allererstes Story-Dokument zu Harveys neue Augen wiedergefunden, wo ich noch geschrieben habe, dass die roten Augen, die Harvey halt angenäht wurden, dass die tatsächlich Putzis Augen sind. Es wird ja auch nie im Spiel angesprochen, dass es nicht so ist. Also vielleicht hat Dr. Marcel, der Harvey ja irgendwie umgenäht haben muss, Putzis Augen auf Harvey genäht. Vielleicht. Das war gruselig. Putzi will Harvey töten. Naja, egal. Irgendwie so. So. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mathis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey, weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Sehr schön. Das klingt nach einer neuen Thermoforen-Szene. Die machen wir aber in der nächsten Folge. Jetzt schauen wir mal Putzi an. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag's daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Alfreds Jojo. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Konnte nicht einen einzigen Trick. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Alfred war schon als Baby hässlich.
Ja gut, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Dann können wir in der nächsten Folge auch die Thermoforen-Szene uns anschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Erdner bricht aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.